Also gerade ballert es auf jeden Fall ziemlich gut, glaube ich. Ich bin gespannt, was ich hier nachher was zusammenschneide. Ey. MDMA gehört nach Cannabis und neben Amphetamin zu den am häufigsten konsumierten illegalen Drogen in Deutschland. MDMA ist ein Stimulantium, was aber einen ganz besonderen Wirkcharakter hat. Ganz klassisch ist so das Gefühl, dass man die anderen Menschen, die um einen rum sind, auf einmal ganz furchtbar nett findet und einen besseren Zugang quasi zu denen findet oder zumindest das Gefühl hat, dass dem so ist. In den Nachrichten gibt es immer wieder Meldungen über Todesfälle im Zusammenhang mit MDMA. Demnach kann bereits der Konsum von nur einer Pille tödlich enden. Aber Studien belegen, dass MDMA auch ein großes therapeutisches Potenzial hat. In den nächsten Jahren könnte es schon als Medikament erhältlich sein. Ich möchte herausfinden, wie gefährlich MDMA wirklich ist, wie es wirkt, wie sich so ein Rausch anfühlt und wie es in der Medizin eingesetzt werden könnte. Dazu mache ich das Selbstexperiment und werde selbst einen MDMA-Trip erleben. Dieses Video wird von meinem heutigen Werbepartner Zasta ermöglicht. Mehr dazu später. Vielleicht klären wir erstmal, was ist MDMA eigentlich? MDMA steht für die chemische Verbindung Methylendioxymethylamphetamin und gehört zu den Stimulantien. Es ist vor allem als Partydroge bekannt. MDMA wird oft mit Ecstasy gleichgesetzt. Das stimmt aber nur bedingt. In vielen Ecstasy-Pillen ist tatsächlich MDMA enthalten. Oft findet man darin aber auch andere Substanzen oder Streckmittel. Wann der erste Mensch MDMA konsumiert hat, weiß man heute nicht genau. Aber das es in Deutschland entdeckt wurde. 1912 wurde MDMA zufällig von einem Mitarbeiter der Firma Merck in Darmstadt hergestellt. Damals wusste aber noch niemand von der berauschenden Wirkung der Substanz. Einige Jahrzehnte später entdeckte das amerikanische Militär MDMA bei der Suche nach einer Wahrheitsdroge, die beispielsweise bei Vernehmungen eingesetzt werden sollte. Schon in den 70ern erkannten Therapeuten das Potenzial von MDMA bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen. Damals versuchten sie, MDMA möglichst im Untergrund zu halten, weil man vermeiden wollte, dass es wie andere Substanzen verboten wird. Ohne Erfolg. 1986 wurde MDMA in Deutschland verboten. In den 80ern verbreitete sich MDMA als Freizeitdroge zunächst in texanischen Nachtclubs und später vor allem als Ecstasy in der Wave- und Techno-Bewegung. Bis heute wird MDMA am häufigsten in der Umgebung von Waves konsumiert. Bevor man irgendeine Droge nimmt, sollte man sich natürlich gut vorbereiten, weil es gibt verschiedene Faktoren, die den Trip beeinflussen. Set. Mir geht es gut, ich bin gesund und ich habe mich echt ausführlich auf das Experiment vorbereitet. Also ich habe mich echt wochenlang mit dem ganzen Thema beschäftigt, deswegen weiß ich ganz gut, was auf mich zukommt. Außerdem habe ich mir die nächsten Tage freigenommen. Warum das eine wirklich gute Idee war, erzähle ich euch später. Es gibt aber auch Menschen, die kein MDMA konsumieren sollten. Ja, das sind einmal die mit den schweren körperlichen Erkrankungen, Herzerkrankung, Lebererkrankung, Nierenerkrankung. Die können da viel schneller ein Problem bekommen. Und dann natürlich Menschen, die vielleicht psychiatrische Erkrankungen haben, wie zum Beispiel Depressionen. Besondere Ängste, denen würde ich dringend davon abraten. Setting. Auch wenn MDMA vor allem als Partydroge genutzt wird, habe ich mich für ein ruhiges Setting entschieden, einfach damit ich nicht abgelenkt werde und mich voll und ganz auf die Wirkung der Substanz einlassen kann. Außerdem bin ich bei dem Trip natürlich nicht alleine, sondern ich habe Menschen dabei, denen ich vertraue und die auch schon Erfahrungen im Umgang mit MDMA haben und dementsprechend auf mich achten können. Wir haben uns für ein entspanntes Setting entschieden, das heißt, wir haben ganz viel Essen eingekauft, sind zu dritt, haben gute Musik und Licht. Und ich bin sehr gespannt. Substanz. MDMA wird hauptsächlich in Tablettenform als Ecstasy oder in kristalliner Form gehandelt. Das Problem dabei ist, dass der Wirkstoffgehalt super stark variieren kann. Also während das so zu den klassischen Techno-Szene-Zeiten in den 90ern so eine Pille sowas wie maximal 100 Milligramm MDMA enthalten hat, ist man mittlerweile bei 150, 170 Milligramm im Durchschnitt. Es gibt auch durchaus welche, die noch viel höher dosiert sind. Es wurden in letzter Zeit sogar schon Pillen entdeckt, die fast 400 Milligramm MDMA enthielten. Das ist problematisch, weil empfohlen wird, nur ca. 1 bis 1,5 Milligramm MDMA pro Kilogramm Körpergewicht zu nehmen. Und 150 Milligramm, wo man jetzt im Durchschnitt liegt, wäre schon eine Überdosierung. Die Empfehlung heutzutage ist eher, auf keinen Fall eine ganze Pille auf einmal zu nehmen, wenn man es denn ausprobieren will, sondern es erstmal mit einer höchstens einer halben zu versuchen. Eine der größten Gefahren beim MDMA-Konsum ist die Überdosierung. Aber was passiert dabei? Kann dann ziemlich arge Auswirkungen haben im Sinne von einer noch stärkeren Beschleunigung des
des Herzschlages, noch stärkerer Blutdruckanstieg, womöglich auch noch Angstqualitäten, die dann auftreten und entsprechende ungünstige Gedanken und sowas. Es sind auch schon vereinzelt Zusammenbrüche beobachtet worden. Bei starken Überdosen sind auch tatsächlich schon tödliche Ausgänge beobachtet worden, aber die sind sehr selten. In der Regel verkraftet der menschliche Organismus bis zum Zehnfachen auch der Dosis, ohne davon dauerhafte Schäden zu bekommen. Unter Umständen ist aber auch eine Krankenhausbehandlung dann erforderlich. Auch wenn MDMA meist einen relativ hohen Reinheitsgrad von 80-90% hat, können in den Tabletten oder im Pulver auch andere Substanzen oder Streckmittel beigemischt sein. Von außen kann man das nicht erkennen. Man weiß also nie genau, was man bekommt und welche Nebenwirkungen eventuell auftreten könnten. Das ist natürlich ziemlich gefährlich. In anderen Ländern gibt es deswegen Drug-Checking-Angebote. Drug-Checking bedeutet, dass man als Konsument oder Konsumentin eine kleine Menge von den Drogen, die man gerne konsumieren will, abgibt, um sie chemisch analysieren zu lassen, um dann festzustellen, ob vielleicht der Wirkstoffgehalt besonders hoch ist oder ob irgendwelche giftigen Beimischungen drin sind, um einfach zu verhindern, dass man sich komplett überdosiert oder vergiftet mit diesen Drogen. Das gibt es in vielen europäischen Ländern, auch in vielen Nachbarländern. Also ich kann jetzt mal aufzählen, Holland, Belgien, Luxemburg, Österreich und der Schweiz, also alles Nachbarländer von Deutschland gibt es das schon längst, nur in Deutschland leider noch nicht. Okay, Drug-Checking ist für uns also keine Option. Was man aber machen kann, ist nach Drug-Checking-Ergebnissen von anderen Ländern im Internet zu schauen. Es gibt nämlich verschiedene Webseiten und Apps, bei denen man nach Pillen suchen kann und dort findet man Ergebnisse von Untersuchungen. Mit den Ergebnissen sollte man aber vorsichtig sein, weil das Problem dabei ist natürlich, dass Pillen, die gleich aussehen, trotzdem unterschiedliche Substanzen oder Dosierungen enthalten können. Also gar nicht so leicht, das Risiko zu minimieren. Um trotzdem so sicher wie möglich zu sein, haben wir uns noch ein MDMA-Testkit gekauft. Der Reinheitstest soll zumindest Aufschluss darüber geben, ob es sich bei der Substanz tatsächlich um MDMA handelt und ob irgendwelche Streckstoffe enthalten sind. Kleinere Verunreinigungen kann der Test aber nicht anzeigen und auch über die Höhe der Dosierung kann der Test wenig aussagen. Solche Kits helfen also nur für eine grobe Einschätzung, aber besser als nix. Das Ergebnis sieht gut aus. Ich werde eine mittlere Dosis nehmen und die auch nicht mit anderen Substanzen kombinieren. Mischkonsum ist nämlich deutlich gefährlicher. Wie kommt es denn dazu, dass man trotzdem immer wieder liest, dass es Todesfälle im Zusammenhang mit MDMA gibt? In England hat ja mal ein mutiger Professor sachlich korrekt behauptet, dass MDMA einnehmen etwa 10-mal so ungefährlich ist wie Reiten. Tödliche Komplikationen sind extrem selten, aber sind in der Regel durch Überanstrengung und ungünstige Kombinationen von Substanzen bedingt, kommen aber in ganz seltenen Fällen auch vor, wenn Leute nur eine Tablette einmal genommen haben. Wir hatten hier gerade in der Niedersachsen unlängst einen Fall vor einigen Tagen, wo also ein Mädchen, was zusammen mit zwei Freunden so eine Tablette eingenommen hat, also nachher auf der Intensivstation gelandet ist, im Koma und so weiter, während die anderen nichts da kein Problem mit hatten. Das heißt also, es gibt womöglich ganz wenige einzelne Personen, die besondere Empfindlichkeiten gegen diese Substanz aufweisen. Man kann da vielleicht vergleichsweise an Allergien denken. Also manche nehmen ein Antibiotikum, Penicillin, was Millionen Menschen vertragen und haben da eine ganz, ganz massive allergische Reaktion drauf. So ähnlich muss man sich das, glaube ich, in dem Bereich auch vorstellen, dass es also ganz seltene einzelne Personen gibt, die tatsächlich auch schon normale Dosierungen kaum vertragen. Ja. Schmeckt auf jeden Fall super bitter. Boah. Nach ungefähr 30 Minuten zeigen sich die ersten Effekte. Also ich glaube, ich merke so langsam, dass es losgeht. Also irgendwie meine Hände und Füße kribbeln so ein bisschen. Ich merke auf jeden Fall, dass mein Herz auch so schneller schlägt. Und das kommt so ganz weich. Ich habe so ein relativ klaren Fokus. Ja, fühlt sich gut an, keine Ahnung, was man dazu sagen soll. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass irgendwie mein Gesicht sich so ein bisschen anders anfühlt. MDMA hat auch so eine amphetaminartige Komponente von der Wirkung her. Das heißt, das Herz schlägt ein bisschen schneller, man ist so ein bisschen euphorisch, man fühlt sich sehr kräftig oder sowas. Das ist ein Wirkungsaspekt. Und neben der Euphorie sieht man einem auf jeden Fall auch an, dass man drauf ist. Also ich merke auf jeden Fall, dass meine Pupillen schon so ein bisschen geweitet sind und irgendwie die Augen, ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, die Augen so voll weit aufzureißen. Wir haben einfach mal vor und während des Trips einen Pupillenreflextest gemacht und das war das Ergebnis. Und was ich auch so ein bisschen merke, ist so ein gewisser Tatendrang, also so als hätte man so Hummeln im Hintern irgendwie, meine Beine wollen sich bewegen quasi.
So fühlt sich das ein bisschen an. Dieser Bewegungsdrang hat dazu geführt, dass ich gar nicht mehr ruhig auf der Couch sitzen bleiben konnte und die anderen auch nicht. Alle wirbeln so rum irgendwie, ne? Man ist so ein bisschen hibbeliger. Wir sind dann erstmal einfach alle so ein bisschen durch die Wohnung gelaufen und haben uns bewegt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man gerne tanzt, dann auch Lust bekommt zu tanzen. Was man auf jeden Fall auch sagen muss, ist, dass die Zeit irgendwie viel langsamer vergeht. Also irgendwie ist es jetzt erst, es ist weniger als 2 Stunden her, dass ich das MDMA genommen habe. Aber es fühlt sich an wie viel mehr Zeit, weil auch so viel passiert ist, glaube ich, schon in der Zwischenzeit. Dann haben viele Menschen so eine Art Malen mit den Zähnen, was manche auch nachts haben, dass man also unwillkürlich die Zähne so ein bisschen hin und her bewegt, aufeinander bewegt. Das kann auch mal zu Schäden führen bei höheren Dosierungen. Der Kiefer fühlt sich auf jeden Fall komisch an, ne? Irgendwie so angespannter als normalerweise. Ein Sonderproblem, was bei therapeutischen Anwendungen gar nicht auftritt, aber bei Tanzen häufiger auftritt, ist, dass Menschen keine genaue Wahrnehmung mehr davon haben, dass sie eigentlich Durst haben, weil sie die ganze Zeit intensiv getanzt haben, sehr viel geschwitzt haben und eigentlich was trinken müssten und das dann nicht merken und dass dann womöglich auch getanzt wird, bis man zusammenbricht. Auch das ist sehr selten, kommt aber in Ausnahmefällen vor, insbesondere auch bei Leuten, die sich damit nicht gut auskennen und das dann einfach unterschätzen. Ich habe auf jeden Fall voll das Pappmaul irgendwie. Also ich habe das Gefühl, da ist gar keine Flüssigkeit mehr drin. Auch richtig anstrengend, mein Kaugummi zu kauen. Also aber echt, hast du den ganz aufgegessen, den Keks? Ich finde, das ist so trocken und ich habe auch gar keinen Hunger, muss ich sagen. Also das ist schon so ein Ding. Man kann sich ab und zu zwingen, irgendwie mal eine Traube irgendwie zu essen. Aber wirklich Hunger oder Appetit habe ich tatsächlich gar keinen. Aber ich bemerke nicht nur körperliche Effekte. Das hat eine bestimmte Wirkung, die damit zu tun hat, dass es sehr, sehr stark einen bestimmten Neurotransmitter-Substanz ausschüttet im Gehirn, nämlich das Serotonin. Dadurch kommt es dazu, dass in der linken Hirnhemisphäre, in der linken Hirnhälfte, das Furchtzentrum deaktiviert wird. Das führt nicht dazu, dass Sie in irgendeiner unguten Weise hemmungslos sind, aus dem Fenster springen, vors Auto laufen etc., weil Sie keine Angst mehr haben, sondern es ist eher so, dass quasi Ihre Innenwahrnehmung nicht mehr so stark durch Ihre Ängste und vielleicht auch neurotischen Befürchtungen überlagert ist, sondern das ist quasi weg. Und dadurch kommt es zu so einem freieren Empfinden seiner selbst, also ohne viel Angst. Also die entängstigende Wirkung ist neben der euphorischen Wirkung eigentlich die Hauptwirkung von MDMA und macht auch dieses Kommunikationsbedürfnis aus, was dann so ein bisschen ungehemmter quasi zutage tritt, weil die Ängste in den Hintergrund treten. Ich bin sonst eigentlich ein eher ruhiger Typ, aber bei dem Trip habe ich einen regelrechten Rededrang gespürt und die anderen auch. Das hat dazu geführt, dass wir super viel und super schnell miteinander geredet haben und so von einem Thema zum nächsten gesprungen sind. Wir haben einfach vor allem super interessante Gespräche über alle möglichen Themen, auch wenn es manchmal so ein bisschen hin und her abschweift. Das war so, als wären die Gedanken irgendwie schneller und mir fiel es ehrlich gesagt auch so ein bisschen schwer, lange mit der Aufmerksamkeit bei einem Thema zu bleiben. Und was auch super spannend war, war, dass die Gespräche ziemlich schnell ziemlich tiefgründig geworden sind. Also wir haben über sehr intime Dinge gesprochen, über die man im Alltag nicht so häufig spricht und hatten keine Probleme damit. Ganz im Gegenteil, ich hatte sogar eher den Drang, über solche persönlichen Themen zu sprechen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich nicht kontrollieren konnte, was ich erzähle. Ich war die ganze Zeit klar und mir der Situation vollkommen bewusst, aber ich hatte keine Angst, mich zu öffnen und hatte einfach so ein Vertrauen in die anderen. Diese Wahrnehmung eigener Gefühle und die gesteigerte Selbstakzeptanz wird als entaktogene Wirkung bezeichnet und ist typisch für MDMA. Positive und negative Gefühle werden stärker und klarer wahrgenommen, Hemmungen werden schwächer. Fühlt sich so ein bisschen an hier, wie so eine kleine Therapie-Session. Wir können echt ganz gut über so alltägliche Probleme und Fragen, die vielleicht jeden von uns so ein bisschen beschäftigen im Moment, ganz gut reden und uns da so austauschen. Dabei hatte ich auch voll das Verständnis und Mitgefühl für die anderen. Also ich konnte mich ziemlich gut in deren Probleme oder Situationen hineinversetzen und die nachempfinden. Das ist auch ziemlich typisch für MDMA und wird als empathogene Wirkung bezeichnet. Es wird häufig berichtet, dass das dabei hilft, Konflikte zu verstehen und zu lösen. Wir hatten jetzt keinen Streit. Das, was am ehesten daran gekommen ist, war vielleicht das hier. Der eine, der dabei ist, der redet ziemlich viel und das haben wir dem dann auch zwischendurch so gesagt und dann wird auch so ein bisschen darauf aufgepasst, dass es nicht mehr so viel ist. Also es fällt einem leichter, sachliche Kritik zu äußern und die Kritik wird dann auch nicht so persönlich genommen. Also dieses Empathische hilft dabei, die Kritik besser anzunehmen. Etwas mehr als 2 Stunden nach der Einnahme, also so ziemlich genau zum Peak des Rausches, sind wir rausgegangen. Wir gehen jetzt ein bisschen raus und
Da wird es wahrscheinlich so dunkel sein, dass ich die Kamera jetzt nicht mitnehme. Und ich glaube, es war echt gut, dass ich keine Kamera mitgenommen habe, weil ich einfach nicht mehr so darüber nachgedacht habe, dass ich gerade eine Reportage drehe und mich dadurch besser auf die Wirkung einlassen konnte. Dieser Spaziergang während des Trips hat mir auf jeden Fall am meisten Spaß gemacht, weil er einfach alle Effekte kombiniert hat. Dieser Bewegungsdrang wurde gestillt und gleichzeitig konnten wir voll gut miteinander reden. Bei mir sind die Effekte ja bisher ziemlich positiv, aber wie sieht das eigentlich mit Abhängigkeit bei MDMA aus? Abhängigkeitsgefahr zum Beispiel ist äußerst gering bei MDMA. Also Leute, die jetzt wirklich täglich Ecstasy konsumieren würden, gibt es fast gar nicht. Das hat auch mit dem Wirkspektrum zu tun. Wenn Sie MDMA mehrere Tage hintereinander nehmen wollen würden, würde schon am zweiten Tag eine deutliche Wirkungsverminderung da sein und am dritten Tag würden Sie nur noch das Herzrasen spüren, aber hätten diese ganzen Liebesgefühle und dieses Glücksempfinden dann nicht mehr. Es gibt aber Menschen, die so ein sogenanntes Mehrfachkonsummuster haben, die also unterschiedliche psychoaktive Substanzen regelmäßig einnehmen und bei denen gibt es natürlich da, die oft sowieso eine Art Abhängigkeitsneigung haben, dann womöglich auch einen abhängigen MDMA-Konsum, aber Entzugserscheinungen oder jetzt eigentliche reine MDMA-Abhängige gibt es eigentlich nicht. Einige Konsumenten berichten auch von regelrechten Liebesgefühlen für andere Menschen. So extrem hatte ich das jetzt ehrlich gesagt nicht, aber wir haben uns schon ganz gut so als Gruppe gefühlt und uns auch so ein bisschen gegenseitig Komplimente gemacht. Beim Tanzen kann man vielleicht noch hinzusetzen, was man jetzt in therapeutischen Rahmenbedingungen eher nicht hat. Da ist es noch so, dass ein sehr gutes Körpergefühl auftritt, die Leute sich also ganz toll fühlen in ihrem Körper und auch mit der ganzen Gruppe so ein Einheitsempfinden zustande kommt, was auch von vielen sehr genossen wird und als so eine ja, fast Alternativwelt zu dieser sonstigen Isolation und dem Konkurrieren und Rivalisieren miteinander, was ja sonst auf den sozialen Gruppen auch dabei ist, das kommt da gar nicht so auf und wird dann als sehr positiv empfunden. Viele berichten auch, dass sich gerade Berührungen besonders gut anfühlen und man richtig Lust hat zu kuscheln und so ein bisschen hatte ich das auch. Zum Glück hatten wir einen Hund dabei. Das ist so schön gemütlich gerade. Und der ist so schön weich. Ah, ja, das ist schon entspannt. Das Problem ist ja auch irgendwie, das hatte ich auch schon bei den letzten Videos irgendwie, das fühlt sich ja jetzt für uns auch nicht so krass besonders an, dass man das jetzt irgendwie so krass beschreiben könnte. Also im Prinzip ist es ja echt einfach nur so, wir fühlen uns alle gut, sind gut drauf und haben irgendwie interessante Gespräche. Ja. Es gibt aber einen Zustand, den ihr sicher auch kennt, der so ähnlich wie ein MDMA-Rausch sein soll. Aufgrund meiner Studien, die ja doch über einen langen Zeitraum von 2 Jahrzehnten etwa wären, habe ich zunehmend festgestellt und irgendwann hat es dann auch Klick gemacht, dass dieser Zustand sehr, sehr stark dem postorgasmischen Zustand, also dem Zustand, wie man ihn unmittelbar nach dem Orgasmus erlebt, in diesem Zustand sehr stark ähnelt. Dass die Gefühlslage ähnlich ist, der relativ milde Erregungszustand eine gewisse Ähnlichkeit hat, die Art und Weise, wie das Gehirn aktiviert ist oder deaktiviert ist in bestimmten Bereichen, ähnelt sich sehr stark. Und die Hormone, die sich unter Sexualität und Orgasmus auch speziell nochmal verändern, insbesondere das Hormon Prolaktin, da gibt es quasi eine Identität, was den Anstieg und auch die Dauer des Anstiegs unter MDMA wie auch beim postorgasmischen Zustand angeht. Der Rauschzustand hält in der Regel 3 bis 6 Stunden an. Bei mir war das so, dass die Wirkung einfach so langsam nachgelassen hat, ich sehr erschöpft war und dann einfach irgendwann eingeschlafen bin. Wenn die Wirkung dann nachlässt, kann es sein, dass sich der Zustand von Körper und Psyche komplett umdreht. Der Morgen danach, ich muss sagen, ich fühle mich so ein bisschen matschig und so ein bisschen leer im Kopf. Hab jetzt auch nicht so super viel geschlafen, so 5 Stunden ungefähr, von denen ich auch immer mal wieder so aufgewacht bin und sehr oft auf Toilette musste. Ja, fühlt sich auf jeden Fall so ein bisschen leicht verkatert an, aber ohne irgendeine Übelkeit, sondern mehr so, dass ich irgendwie komplett ja, ein bisschen matschig und leer im Kopf bin. Ganz ehrlich, am Tag danach war ich zu gar nichts mehr zu gebrauchen und zum Glück habe ich mir auch die Tage danach noch freigehalten. Ich bin immer noch so ein bisschen niedergeschlagen und antriebslos und ja, fühle mich auch einfach nicht so gut. Also ich bin so ein bisschen trauriger als normalerweise. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich am MDMA-Trip liegt, aber wenn das so ist, dann ist das schon ganz schön krass, dass man für einen guten Abend danach sich wirklich mehrere Tage lang schlechter fühlt. Das menschliche Gehirn braucht nach dem MDMA-Konsum bis zu 4 Wochen, um seinen normalen Serotoninspiegel wieder aufzubauen. Was sind so die Langzeitfolgen von MDMA-Konsum? Die Regel ist eigentlich, dass wir keine tatsächlichen Dauerschäden finden, es sei denn, die Konsummuster sind extrem, wie zum Beispiel 2000 Tabletten genommen in den letzten 10
10 Jahren. Und die haben auch tatsächlich gewisse Einbußen in bestimmten Bereichen gezeigt. Wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass es eine große deutsche Studie gegeben hat, die diese ganzen Nachwirkungen, Auswirkungen sehr genau untersucht hat. Und die hat festgestellt, dass Konsumenten, die zwischen 50 und 100 Pillen insgesamt in ihrem Leben genommen haben, in keinem einzigen Parameter, also in keiner Messgröße von normalen Menschen abweichen. Was ein bisschen zeigt, dass wenn man da nicht zu hochfrequent ist im Konsum, dann scheint das doch keine wesentlichen Auswirkungen zu haben. Professor Dr. Passi forscht bereits seit Jahrzehnten zu MDMA und hat schon einige Bücher dazu geschrieben. Er sieht in der Substanz mehr als nur eine Partydroge. Die zweite Bedeutung von MDMA sehe ich darin, dass es womöglich ein stark wirkendes, therapeutisch wirkendes Mittel ist. Wenn es um die Frage geht, welche Krankheitsbilder können etwa mit MDMA behandelt werden, so ist es so, dass gesichert ist, dass es bei posttraumatischen Belastungsstörungen in den meisten Fällen eine erhebliche positive Wirkung haben kann. Unter MDMA wird es möglich, durch diese Entängstigung, dass diese, sagen wir mal, krankhaft abgespeicherten Erlebnisse nochmal wiederholt werden können oder reprozessiert werden können, sodass sie dann danach unter Umständen ordentlich im Gehirn abgelegt werden können. Wir vermuten, aufgrund der Ergebnisse, die in den 70er, 80er Jahren erzielt wurden, dass auch andere psychische Störungen mit MDMA behandelt werden können. Dazu könnte gehören Alkoholismus, dazu könnte gehören Depressionen, dazu könnten gehören neurotische Angststörungen und verschiedene Phobien, womöglich auch Sexualerkrankungen und Essstörungen. Dazu gibt es aber bisher keine systematischen, groß angelegten Studien, sondern das wären Sachen, die man in Zukunft dann noch erforschen müsste. In den USA sind diese Studien so weit fortgeschritten, bis in die Phase 3, also direkt vor der Marktzulassung, dass wir damit rechnen, dass in den nächsten 2 Jahren eine Zulassung von MDMA zur Unterstützung von Psychotherapien in den nächsten 2 Jahren dort zugelassen wird. In Europa vermutlich in den nächsten 3 bis 4 Jahren. Fazit: MDMA ist auf jeden Fall eine spannende Substanz. Angeleitet von einem Therapeuten kann es bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen helfen. Für mich war der MDMA-Trip auf jeden Fall auch eine interessante Erfahrung, weil ich diese entängstigte Kommunikation so noch nie erlebt habe. Man muss aber ganz klar dazu sagen, dass das ohne Therapeuten keinen tiefgreifenden Nutzen hatte. Ich rate euch auf jeden Fall davon ab, das Ganze nachzumachen, besonders wenn ihr noch nicht erwachsen seid, weil man bei illegalen Drogen nie so genau weiß, was man bekommt, und das kann, wie wir gesehen haben, echt gefährlich werden. Wenn ihr MDMA trotz aller Risiken unbedingt konsumieren wollt, dann haltet euch bitte zumindest an die Safer-Use-Regeln. Die Links dazu findet ihr neben den ganzen Quellen von diesem Video in der Beschreibung. Was denkt ihr über MDMA? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr weitere Selbstexperimente mit Drogen sehen wollt, dann schaut euch doch gerne mein Video zum Thema Magic Mushrooms an. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!